Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir nähern uns, glaube ich, einer entscheidenden Phase innerhalb dieses Gerichtsprozesses, der 7 Jahre in der Vergangenheit spielt. Wir haben jetzt gerade zum Schluss so ein bisschen darauf herumgeritten, also auf die tatsächliche Tatzeit oder die Zeit, in der Magnifique Grammarai tatsächlich verstorben sein soll. Es wurde sich jetzt irgendwie auf die Zeit 23.10 Uhr geeinigt, weil man das anhand des Infusionsbeutels, der eigentlich mit Magnifique hätte verbunden sein sollen, so wunderbar bestimmen konnte. Und dann jetzt zum Schluss hat Valent so ein paar komische Aussagen getätigt bezüglich der Farbe der Infusion. Und irgendwie erscheint das alles ein bisschen seltsam, wenn man sich das Foto nochmal in Erinnerung ruft. Wir gucken es uns gleich sowieso nochmal an, aber in seiner Aussage ist in jedem Fall ein Widerspruch. Das hört sich an, als ob ihnen ihre Glücksfarbe viel Glück gebracht hätte. Aber diesmal nicht. Herr Valent, Ihre Glücksfarbe hat Sie betrogen. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Euer Ehren, die Aussage des Zeugen von eben widerspricht eindeutig den Beweisen. Was? Denken Sie bitte an meine Warnung zu Beginn dieses Kreuzverhörs, Herr Wright. Grundlose Anschuldigungen werden gebührend bestraft. Ich hoffe für Sie, die letzte Anschuldigung ist nicht grundlos. Keine Sorge, ich habe alle Grundlagen hier vor mir. Na schön, hören wir uns die Behauptung der Verteidigung an. Wo ist Ihr Beweis, der Aussage von Herrn Valent widerspricht? Nun, zunächst einmal geht es um das von mir angesprochene Tatortfoto. Denn guckt euch da mal den Infusionsbeutel an und guckt euch da mal die Farbe der Infusion an. Und da fragen wir uns so ein ganz klein bisschen, wie Onkel Valent denn da bitteschön auf seine Glücksfarbe gekommen ist. Der Tatort erklärt alles, Euer Ehren. Das Tatortfoto? Nach all dem Gerede über Farben sehne ich mich nach einfachem Schwarz-Weiß. Sagen Sie uns, Herr Wright, wo genau ist der Widerspruch in diesem Foto? Mit Vergnügen. Und das versichere ich Ihnen, es ist ganz einfach. Aber ich kann nichts in Schwarz-Weiß versprechen. Hören wir also, was Herr Wright zu sagen hat. Was in diesem Foto widerspricht der Aussage des Zeugen? Es ist, wie gesagt, der Infusionsbeutel. Valent Grammarai. Stellen wir eine Sache klar, was Ihre Glücksfarbe angeht. Es handelt sich dabei um Gelb, richtig? Auch wenn dadurch das Geheimnis gelüftet wird? Ja. Stimmt etwas nicht mit Gelb, Herr Wright? Ja, das stimmt etwas ganz und gar nicht. Sehen Sie sich das Foto vom Tatort nochmal genau an. Was ist das? Verwirrung, Zweifel. Sagen Sie uns, was sehen Ihre betagten Augen? Meine betagten Augen sehen hier ein Problem, Herr Valent. Sehen Sie die Infusion? Was ist das? Was für ein fauler Zaubertrick? Die Infusionslösung kann man wirklich nicht gelb nennen. Und ich fürchte, dass es sich bei dem Foto nicht um Zauberei handelt. Alla Kanoho! Die Häschen und die Tauben, das war ja süß. Ruhe! 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 Was soll das heißen? Einspruch! Hier handelt es sich um einen Fehler. Ja, Staatsanwalt Gavin. Um den Fehler Ihres Zeugen. Je arroganter Sie sind, desto tiefer fallen Sie. Ich glaube, Erfahrung lässt sich durch nichts ersetzen.
Valant Grammarai, wie Sie uns mehrmals mitgeteilt haben, ist Ihre Glücksfarbe gelb. Aber die Infusion ist es eindeutig nicht. Nun... Dieser Widerspruch kann nur eins bedeuten. Wenn ich es bedenke, fast hätten sie mich gehabt. Jetzt bekennen sie ihre wahre Farbe, Staranwalt Phoenix Wright. Wollen Sie uns etwas mitteilen, Staatsanwalt Gavin? Soweit es dieses Gericht beurteilen kann, widerspricht die Aussage den Beweisen. Ja, ein Widerspruch. Einen, den ich sehr gern direkt an Herrn Wright zurückgeben möchte. Wie kommt das schon wieder? Wie? Weil der Zeuge keinen Fehler gemacht hat. Zugegeben, auf den ersten Blick erscheint die Infusionslösung grün-gelb. Aber ich versichere Ihnen, die Lösung selbst ist gelb. Gelbe Lösung? Woher wissen Sie das? Dem Foto nach zu urteilen, ist sie grün. Ja, aber welche Farbe hat der Infusionsbeutel selbst? Der Beutel? Sie meinen den Plastikbeutel an dem Haken? Das sieht aus wie... Ich würde sagen hellblau. Genau. Schon darauf gekommen? Wenn man eine gelbe Lösung in einen grünen Beutel füllt, bekommt man grün. Das ist übrigens die wirkliche Farbe der Lösung. Verstehe. Ihre Erklärung hört sich plausibel an. Wie ich schon dachte. Erfahrung lässt sich durch nichts ersetzen, Staatsanwalt Gavin. Was? Sie können vielleicht gute Geschichten erzählen, aber Sie haben gerade etwas sehr Schwerwiegendes bewiesen. Für Sie natürlich. Schwerwiegendes? Die Lösung im Infusionsbeutel ist gelb, ja. Aber woher konnte der Zeuge das wissen? Wenn man drüber nachdenkt, ist das ziemlich seltsam. Sie haben doch nachgedacht. Euer Ehren, die Verteidigung fordert eine Erklärung vom Zeugen. Am Tatort scheint die Farbe der Infusionslösung grün zu sein. Deshalb frage ich, woher konnte der Zeuge wissen, dass die Lösung in Wahrheit gelb war? A la Kazong! Ruhe! 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 Herr Wright, erklären Sie das sofort! Der Zeuge kannte eindeutig die Farbe der Lösung. Ich bin mir sicher, dass das etwas zu bedeuten hat. Aber was? Ich kann mir nur eine Möglichkeit vorstellen, Euer Ehren. Der Zeuge, Valant Grammarai, hat ausgesagt, dass die Infusionslösung gelb war, weil... Sie sah gelb aus, er hat sie zuvor gesehen, er kannte die Infusionsfarbe. Naja gut, es gibt nur eine Möglichkeit. Er kannte die Infusionsfarbe. Woher auch immer. Anhand der dargelegten Fakten ist die Antwort klar. Der Zeuge wusste, dass die Infusionslösung gelb war. Warum? Weil er sie zuvor schon einmal gesehen hatte. Aber nicht in dem blauen Beutel, wie auf dem Foto zu sehen ist. Mit anderen Worten, er hat die Lösung außerhalb dieses Beutels gesehen. Das könnte sein. Aber ich weiß immer noch nicht, was es alles zu bedeuten hat. Fragen Sie sich, woher konnte er es wissen, obwohl er nicht im Krankenhaus arbeitet? Dann kommen Sie auf die Bedeutung des Ganzen, Euer Ehren. Ich komme da auf nichts. Was ist schon dabei, dass er die Farbe wusste? Überlassen Sie die große Aufregung über rein gar nichts unseren jugendlichen Fans, ja? Die Infusionslösung ist der einzige Beweis für den Todeszeitpunkt.
eine 30 Minuten Sanduhr mit einem Rest Sand für 20 Minuten. Ihre Behauptung, Staatsanwalt Gavin. Daran kann ich mich gut erinnern. Aber zwischen einer Sanduhr und einer Infusion gibt es einen entscheidenden Unterschied. Warten Sie, ich weiß es. Eine Sanduhr ist mit Sand und ein Infusionsbeutel mit einer Lösung gefüllt. Habe ich nicht recht? Es fällt mir wirklich schwer, es zu sagen, Euer Ehren, aber leider nein. Im Gegensatz zum Sand in einer Sanduhr läuft die Lösung in den Körper des Patienten. An diesem Punkt ist sie verschwunden, wie durch Zauberei. Aber was ist, wenn die Menge der Lösung zugenommen hat? Das würde man nicht sehen, oder? Man könnte nicht sagen, wie viel hineingelaufen ist. Lassen Sie mich das klarstellen, Herr Wright. Sie behaupten, der Zeuge hätte den Infusionsbeutel des Opfers mit Wasser aufgefüllt? Nicht mit Wasser, mit Infusionslösung. Deshalb wusste er, dass die Infusionslösung gelb war. Nein, warten Sie, halt! Ich sagte, warten Sie! Wie hätte ein Laie wie ich so eine schwierige Aufgabe bewältigen können? Ich bin auch ein Laie, aber ich bin in der Lage, Wasser in ein Glas zu gießen. Ich fürchte, zwischen einem Glas und einem Infusionsbeutel besteht ein Unterschied. Können Sie beweisen, dass unser Zeuge zu einer solchen Meisterleistung fähig ist? Da hat er recht. Laien. Mir würde es schwer fallen, die Infusionslösung in den Beutel zu gießen. Man muss kein Experte sein, um den Ausdruck auf dem Gesicht des Zeugen zu sehen. Er füllte Lösung in den Beutel, um den Todeszeitpunkt zu manipulieren. Ich bin diesem Märchen leid, denen jegliche Beweisgrundlage fehlt. Nun, Herr Wright, haben Sie Beweise, die uns auf den Boden der Tatsachen zurückbringen? Valent Grammarai, ich fürchte, Ihre Zauberei wird Ihnen bei einem Leben als Verbrecher nicht helfen. Darf ich fragen, was Sie damit sagen wollen? Zauberei beruht auf Requisiten. Und Requisiten werden zu beweisen. Unser Zeuge war sicher in der Lage, die Flüssigkeitsmenge im Infusionsbeutel zu erhöhen. Dazu war nur ein wenig Zauberei nötig. Und die Requisite dazu war... Sie muss sich ja in unserer Gerichtsakte befinden und bei all diesen Gegenständen, die wir hier haben, kommt ja dann im Wesentlichen nur eine einzige Sache in Frage, nämlich neben der Anwaltsmarke und der Pistole der einzige richtige Gegenstand hier, die kleine Spritze vom Tatort. Die Spritze des Opfers. Ist die perfekte Requisite für den Trick magisch steigende Infusion. Und für einen Laien einfach genug zu handhaben. Was für eine Art Beweis soll das denn sein? Die Spritze war sauber. Sie enthielt keine Spuren von Flüssigkeit. Und? Finden Sie das nicht seltsam, Staatsanwalt Gavin? Was? Mit der Spritze bekam das Opfer sein Insulin gespritzt. Dabei sollten eigentlich Insulinspuren zurückgeblieben sein. Nun, Valent Grammarai? Wie Sie es selbst gesagt haben, ist die Infusionslösung die perfekte Uhr. Eine, die Sie ganz nach Wunsch manipulieren konnten. Alakasauk! Wie viele Tauben und Kaninchen hat er eigentlich in seinem Umhang? Ich glaube, da es seine erste Verhandlung war, war die Last zu groß für Staatsanwalt Gavin. Da es Zweifel an der Menge der Infusionslösung in dem Beutel gibt, lässt sich der Todeszeitpunkt nicht bestimmen. Und das bringt die heutige Verhandlung zum Ende. Gut, vielleicht kann ich hier einen zusätzlichen Tag gewinnen.
für die wirklich nötigen Untersuchungen. Wie ich sehe, gibt es keine Einwände. Die Verhandlung ist also... Viva! Erfahrung lässt sich durch nichts ersetzen. Nichts lässt einen vor der Wahrheit mehr die Augen verschließen. Ein weises Sprichwort besagt: Unterschätze die Jugend und sie wird dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Auf eine Art und Weise, mit der sie niemals gerechnet hätten. Was mag Cantillon wohl damit meinen? Und hat er wirklich noch einen Trumpf in der Hinterhand? Das erfahren wir vermutlich beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Apollo Justice Ace Attorney. Ich sag jetzt aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.